Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Call of Duty Modern Warfare 2, die Kampagne Remastered. Und wir holen uns heute die Trophäe Schau mal mit zwei Händen. Dafür müssen wir 10 Gegner in Folge mit Akimbo-Waffen töten. Und das Ganze lässt sich am allerschönsten, am allereinfachsten im Museum bewerkstelligen. Dazu natürlich der Hinweis, das Museum, wie ihr es hier momentan bei mir in der Auswahl im Hintergrund seht, ist für euch nur dann zur Verfügung, wenn ihr das Spiel bereits durchgespielt habt. Das ist also schon mal Hinweis 1. Ihr müsst also einmal die Kampagne durchgespielt haben und habt dann die Möglichkeit, hier im Screen das Museum auszuwählen. Ein weiterer wichtiger Hinweis, der ja bestimmt nicht unentscheidend ist, ist natürlich, ihr solltet vorher irgendeine Kampagne oder besser gesagt irgendeine Mission über Missionsauswahl auf Rekrut starten, denn ihr habt im Museum nicht die Möglichkeit auszuwählen, ja, mit welchem Schwierigkeitsgrad ihr starten möchtet. Da wird einfach der letzte genommen, den ihr innerhalb der Kampagne genutzt habt. Also einfach eine Mission auswählen in der Kampagne, Rekrut auswählen, dann speichern und Ende drücken und dann hier im Hauptmenü das Museum auswählen. So habt ihr dann auch den korrekten Schwierigkeitsgrad, sprich ihr habt Rekrut zur Verfügung, macht das Ganze eine ganze Ecke einfacher. Also hüpfen wir einfach mal rein direkt ins Museum. Ein Abend mit Infinity Ward. So, wenn wir hier ankommen, das ist hier direkt nach dem Spawn, holen wir uns jetzt erstmal die Akimbo-Waffen. Und zwar gibt es dort Akimbo-Shotguns hier in der Vitrine. Noch ein weiter, da in der dritten, da oben sehen wir es, Ranger Akimbo. Die schnappen wir uns, halten sie Viereck zur Aufnahme, machen wir. Und jetzt haben wir schon mal unsere Wumm. Wir könnten das jetzt genauso machen wie beim letzten Mal, dass wir vorher ein paar Gegner rausnehmen aus dem Spiel. Das macht, würde es leichter machen. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, Desperado, dann habt ihr gesehen, dass man da halt auch Gegner rausnehmen kann, weil so viele brauchen wir ja auch nicht. Aber wir machen das jetzt hier ruhig mit der vollen Besetzung. Und ihr seht auch, warum Rekrut, ne? Man kriegt doch ganz schön aufs Maul, wenn man hier so locker vorne flockig stehen bleibt und dann hier mit den Shotguns am Ballern ist. Jetzt kommt auch noch so ein blöder Fred mit dem Shield, können wir ja gerade gar nicht gebrauchen. Also ziehen wir uns mal lieber kurz ein bisschen weiter zurück. So, da kommen sie wieder, zum Glück nicht der Schildfried, sondern welche, die wir schön hart rannehmen können mit der Schrotflinte. Und dann warten wir nur drauf, dass wir die Trophäe bekommen für unsere Akimbo-Kills. Wirklich, mehr ist hier nicht zu tun, das war schon so mega easy peasy. Könnt ihr hier das Ganze natürlich dann machen und euch so die Trophäe holen. Schau mal mit zwei Händen, da ist er, das war's hier. Ich hoffe, das kleine Video hat euch A geholfen, hat euch B gefallen. Wenn dem so war, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert. Falls ihr das nicht bereits schon getan habt, dann verpasst ihr hier mit Glocke aktiv kein weiteres neues Video. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.